Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. So, willkommen zum Half-Life 2 Let's Play. Nachdem ich Half-Life 1 durch hatte, musste ich doch jetzt nochmal direkt mit Half-Life 2 anfangen. I didn't see you get on. Ja, ich glaube, ich bin etwas später hinzugestiegen. No matter how many times I've been relocated, I never get used to it. Ein wackeliger Zug. Well, end of the line. Welcome. Hallo. Welcome to City 17. Ja. Schön hier. To relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safer here. Okay, City 17. But this stuff, it's all I have left. All right, I'm moving. Jeez. Sympathische Kräfte. Were you the only ones on that train? Welcome. Welcome to City 17. Overwatch stopped our train in the woods and took my husband for questioning. They said he'd be on the next train. I'm not sure when that was. Did they be nice though, letting me wait for him? My administration here. Ja, wir können sogar wieder zurück. So thoughtfully provided by our benefactors. Hinten ist doch ein Bodyguard. Oder ist das hier jetzt immer noch ein Alien Slave? Ja, wahrscheinlich ist es in diesem Kontext auch ein Alien Slave. Der scheint nämlich als Sklave gehalten zu werden und darf putzen. Fegen, was auch immer. Kann er nicht. Ups. Ich wollte dich da nicht mit erwerfen, aber gut. Don't drink the water. They put something in it to make you forget. I don't even remember how I got here. Es sind überall fröhliche Menschen und überhaupt keine Polizeigewalt oder sowas. I'm working up the nerve to go on. Dr. Breen again? I was hoping I'd seen the last of him in City 14. I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. And so, whether you are here to stay or not, I'm going to go through on your way to Parkland. Dupdi-dupdi-du. Was ein schöner Tag. Okay. This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else.
some privacy for this. Now. About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here, somewhere. She would have a better idea how to get him here. Well, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon, good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Dann wollen wir ihm mal seine Tarnung nicht ruinieren und hauen durchs Fenster ab. Der gute alte Barney. Als nächstes Mal bekomme ich mein Bier. Sonst werde ich ungemütlich. Ja, anfangs von Half-Life 1 wurde uns ein Bier zugesichert und wir haben es bis jetzt nicht bekommen. Jetzt, ich erinnere mich grob. Ich soll ja nicht auffallen, ne? Also. Ich musste das jetzt einfach machen. Ja, was machst du jetzt? Okay, dass das funktioniert, war mir auch neu, aber gut. Und wir haben gerade unser erstes Achievement bekommen. Yay! Oh, gibt's da was umsonst? Stell ich mich mal hinten an und guck mal, was passiert. As a species, immortality is in our reach. This simple fact has far-reaching implications. The line starts at the end. Line starts at the end. Ich dachte, da endet die Line. Man lernt nie aus. I don't know about you, but I'm ready to join civil protection just to get a decent meal. You'll have to wait your turn like everybody else. Essensausgabe in kleinen Beuteln. Wie ansprechend. Ob ich da auch was von kriege? Als Neuankömmling in dieser doch so wunderbar behüteten Stadt. Na komm. Möchtest wissen, ob ich was kriege? Stellst dich bitte hinten an. Sehr gut. Macht er sogar, cool. Ich habe jetzt gedacht, er würde mich wegschieben, weil es geskriptet ist oder so. Aber ich kriege hier nichts raus. Soll ich ihn mal vorlassen? Na gut, dann kriegen wir wohl nichts zu essen. Da wir gerade erst aufgewacht sind, sind wir sicherlich auch noch nicht so hungrig. Na? Oh, jetzt ist es leer. Wunderbar, so. Dann wollen wir mal raus. Die Reflexionen auf dem Boden haben mich übrigens schon öfters irritiert. Also,
zum einen reflektiert das durch die Wand durch die Fenster da oben. Und zum anderen macht die Gegend hier nicht so den Eindruck, als würde der Boden unbedingt alles reflektieren. Der sieht nicht so sauber aus. Aber das sehen wir später noch öfters. Es gibt dann auch Gefängniswände, die alles reflektieren, und das ist alles etwas skurril. So, mit Wüstung sieht es auf jeden Fall besser aus, auch wenn die Maus jetzt etwas träge ist, aber... Dear Dr. Breen, why has the Combine seen fit to suppress our reproductive cycle? Sincerely, a concerned citizen. Thank you for writing, concerned. Of course, your question touches on one of the basic biological impulses, with all its associated hopes and fears for the future of the species. I also detect some unspoken questions. Do our benefactors really know what's best for us? What gives them the right to make this kind of decision for mankind? Will they ever deactivate the suppression field and let us breed again? Allow me to address the anxieties underlying your concerns, rather than try to answer every possible question you might have left unvoiced. First, let us consider the fact that for the first time ever, as a species, immortality is in our reach. This simple fact has... Also, wir Menschen dürfen uns nicht mehr fortpflanzen, aber dafür wird uns was von Unsterblichkeit erzählt. Mhm. Na schön. Und wir haben das Terminal Hotel gefunden, welches wir auf TTT Rooftops sehen können. Hey, hey, hey. Also, zumindest das Schild. Instinct was our mother when we were infant species. Instinct coddled us, kept us safe in those hard scrabble. Er darf durch, ich darf nicht. Ich habe nicht die Zugangsrechte dazu. Schade. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht schade, ich weiß es nicht. Man sieht schon interessant aus hier mit dem riesen Turm im Hintergrund, den wir noch erkunden werden später sicherlich, und der Propagandamaschine, die uns die ganze Zeit schön was erzählt. Ja, was passiert da drin? Nein, nicht hauen. Ich habe nichts gesehen. Gehen Sie weiter. Ein ganz normaler Tag, in dem wir uns überhaupt nicht unterdrückt fühlen, und allgemein sehen wir halt gar nichts. Denn wenn wir was sehen, dann ist das eher zu unserem Nachteil. Das ist auch ein schöner Start, ne? Da würde man so gerne wohnen, das ist traumhaft. Und da werden wieder Leute festgenommen. Was passiert, wenn ich näher komme, dann holt er sein Stunstick raus, ne? Ah! Daneben. Starts. First the building, then the whole block. They have no reason to come to our place. Don't worry, they'll find one. Yeah. Ist das nicht ein schöner Spielplatz? Eieiei. Traumhaft. Und die Bänder, wie realistisch sie sich bewegen, und sie sind überhaupt nicht einfach nur starr. Immerhin können sie noch in eine andere Richtung schwingen. Aber wir sehen, die Physik ist dann doch etwas weiter fortgeschritten als in Half-Life 1. Aber das war ja auch eins der Sale Points. So. Gibt es denn hier noch irgendwas Schickes? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Wand eigentlich noch Achievements gibt, aber ich weiß es auch nicht. Ich habe mir nicht angeguckt, was alles für Achievements gibt. Das können wir hinterher mal eventuell gucken, falls ich da noch Lust dazu habe. Erstmal möchte ich einfach die Story durchspielen. So. Wir können nach oben und wir können hier unten weiter gucken.
Hier unten gibt es allerdings scheinbar nichts zu sehen. Außer ein altes Fahrrad. Eine fehlende Scheibe vorne in der Tür. Sieht allgemein relativ runtergekommen aus. Ein bisschen Plattenbau-Style. Ja, ich habe nichts gesehen. Hier hatten nie ein Peter gewohnt. What are we going to do? When is it all going to end? Ich habe euch mal die Propagandamaschine ausgestellt. Seid mir dankbar. Ach ja, eine schöne Wohnung. Das kriegen wir nicht auf. Dann laufen wir mal weiter und gucken mal, wo wir hinkommen. Misscount detected. Hier sind zu viele Personen drin. Gut, dass wir nicht komplett überwacht sind. Ah! Run for your lives. Ich renne. Sie jagen mich, nein! Ist immer nett, dass sie mich alle helfen, aber man muss halt zusammenhalten in so einem Staat, wa? In so einem Überwachungsstaat. Ah! Sie schießen auf mich! Weiter. Aua. Lass mich in Ruhe. Ich bin unbewaffnet. Dr. Freeman, I presume. I better hurry. The Combine can be slow to wake, hallo, but once danke, up, dass you don't want to get in their way. Ich gerettet wurde. Dr. Freeman said you'd be coming this way. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Ja, doch. Aber es gab ja nur einen Weg mit offenen Türen. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. Man, a few words, aren't you? Ja, doch, gerade fällt mir nicht viel ein. Aber ich glaube auch nicht, dass sie in dem... Ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, wo man sie in Half-Life 1 schon mal gesehen haben soll. Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Through here. Ui, Geheimtüren. Funny, you showing up on this day in particular. We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Ist aber auch schön, dass man in einem Gang, der eigentlich als Geheimgang dient, nochmal eine Geheimtür einbaut. Lamar, komm
come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness, Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Quatsch. You come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Hey. Your talents surpassed. Teleporter. Let's just see if this thing works, okay? Well, is it here? Im Lambda-Komplex waren die noch etwas. Man, Gordon, ja, hat man ein Portal und nicht direkt einen Teleport gehabt. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. That's right, Bonnie. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. What cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Ein bisschen Chaos hier machen, wa? I've got to get back on my shift. Mal irgendwas drauf lesen? Nee, nicht wirklich. Oh. In einer kleinen Abstellkammer. Get it off me! Lamar! There you are! I thought you got rid of that pest. Certainly not. Never fear, Gordon. She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head. Fruitlessly. Get that thing away from me! Here, my pet. Hop up. No, not up there! No, no! Careful, Lamar. Those are quite fragile! Oh, fie. It'll be another week before I can coax her out of there. Yeah, longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Tja, guck mal, wer ist das denn? Ich bin auf dem Foto. Gordon, go ahead. Slip into your suit now. Ah, das hat Alex gemalt. Klasse. Habe ich vorher nie drauf geachtet. Hängt da wohl schon etwas länger. Don't worry, I won't look. Ach, darfst ruhig zugucken. Well, Gordon, I see. Ich habe Hände, aber ich habe keine Beine. Ah, jetzt tut unser Zoom auch. Wie schön. I'll just acquaint you with the essentials. Now let's see. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. Modified your suit to draw power from Combine energy outlets, which are plentiful wherever they patrol. So, jetzt meine Energie aufladen, zumindest ein bisschen. Viertel. Dring mich doch nicht immer zur Seite. Ah, ihr seid auch ein bisschen paranoid, aber ich glaube, das ist auch ganz gerechtfertigt momentan. Bei der aktuellen politischen Lage. So, dann bin ich aber gespannt. Gordon, why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word? Isaac, are you there? Yes, yes, Eli. Bit of a hold up on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. Oh, that's not who I think it is it? Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Let's see. The massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to C1 base and LT orbifold. No conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Hey, yeah, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. No fit.
Ach, da ist der Stecker rausgeflogen. Ich helfe euch mal kurz. Klar, mache ich. Praktisch, dass die Plastikabdeckung auf von alleine hochgeht. Hui. Weg ist sie. Well, did it work? See for yourself. Hey, Doc. Oh, thank goodness. My relief is almost palpable. Fantastic. Total versteckte Anlage hier, aber den Strom, den so eine Anlage hier sicherlich braucht, das fällt den Behörden nicht auf. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Gordon. Haha, Arschloch. Thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you the Eli's. And not a moment too soon. Ja, und du willst jetzt den Schalter betätigen? Du hast keinen MIT, keinen MIT-Abschluss. Barney, if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Bon voyage, and best of luck in your future endeavors. Final sequence. Tschüss. Hui. Mein Wortiger Hund. Green. How did you get in here? Hey, take him back. I'm getting him out of there. Depends on the way it will feel. It will peel you apart. Just lost Gordon. What's going on? I wish I knew. I'm encountering unexpected interference. Don't worry, Gordon. There he is. Oh, we're losing him again. The more I saw, I'm all but certain it was Gordon Freeman. Was war denn das Viech auf seinem Monitor? Oh nein, nicht schon wieder. Oh oh. Okay, das hat wohl nicht ganz geklappt mit dem Teleportieren. Und meine aktuelle Position dürfte den Combines dank diesen Kameras sicherlich auch bekannt sein, wa? Dann wollen wir mal gucken, wo wir weiterkommen. Und wieder sich zumachen kann man nicht. So, nu. Ich habe auch noch keine Brechstange oder sowas. Ich habe gerade das Gefühl, ich sollte eine haben. Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Haha, trusty hardware. Ja. So, bis an die Zähne bewaffnet schlagen wir uns dann mal durch, hä? Geh weg. Na komm. Ah. So, weg mit dir.
Ihr seht mich gar nicht. Ihr seht mich gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Hier komme ich gar nicht durch. Aua. Nein. Kommt doch wenigstens in den Nahkampf. Dann mache ich euch alle platt, mache ich euch. Ja, wahrscheinlich da lang. Da kommen wir zwischen den Zügen hier. Das ist aber ein fairer Kampf. Jetzt jagt mich doch. Ich bin weg. Sayonara, ihr Trottel. So, jetzt haben wir endlich mal nicht mehr komplett storygetriebenes Gameplay. Jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr reden. Hallo. Die suchen mich eh schon, das macht nichts. Ich darf die ruhig töten. Aber ich werde nicht erkannt von den Leuten, vom gemeinen Volk. Ach so. Unsere erste Waffe. Kommst du denn jetzt her? Standst du da gerade schon? Ich gehe blind durch die Welt, hä? Ja? Denn die Gegners. Oh cool, kommen hier lang. Au. Oh, keinen Fallschaden gekriegt. Vorsicht, Zug. Damit kommen wir über die Seite hier rüber. Aua. Erwischt. Brenne fast, brenne. Nee, du machst hier kein Foto von mir. Tür geht auf, wunderbar. Nein! Ah, sehr schön. Wir nähern uns auch Stück für Stück dem Achievement. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir das am Ende kriegen werden. Ich weiß nicht, wie versteckt die teilweise sind oder ob wir alle finden werden, aber wir werden sehen. Ah! Oh, ja. Das brennt länger als gedacht. Ich habe gedacht, das würde mich killen. Gordon sagt nein. Ist nicht. So. Aber aktuell gibt es überall ziemlich viel HP dazu, wenn man denn welche braucht. Ah, hier geht's lang. Oh, da geht's nicht lang. Wurden die gerade vom Zug überfahren? Sehr geil. Die GDL ist auf meiner Seite. Ich hab's gewusst. Ist doch praktisch, so ein Leiter an einem alten Waggon. Oh.
Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by this is the free man. The Combine's reckoning has come. Look, we're just a lookout for the Underground Railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. Hallo Vortigaunt, dann hilf mir mal. Be careful now. We really das hat jetzt nichts gebracht. Ich habe volles Leben gehabt. Ein Helskit liegt da auch noch. It's bad news for the whole railroad. We serve the same.